weiß Bescheid. Wir sind gleich da. So, bitte aussteigen. Oh, danke für die Fahrt. Wer auch immer das Boot gesteuert hat. Ja, hier werden nämlich die Sterne erklärt. Moment, wo ging es denn nach unten? Da ist Sackgasse. Aber ein sehr schönes Bild. Erkennt ihr da etwas? Ein Gesicht? Arm? Oberkörper? Unterkörper? Sehr geil gemacht. Wenn man sich das so um 90 Grad mal umdreht, dann ist es, glaube ich, eine betende Figur. Ja, da betet einer. Oder er liegt einfach nur da. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er am Beten. Sackgasse. So, die Sterne. Falsch. Richtig. Also im Moment. Gut. Sagt die Tafel noch nicht viel aus, und zwar gut. Einfarbig könnten zusammengehören. Aber das sind ja im Prinzip die Blöcke, die wir schon kennen, die abgerundeten Vierecke. Gehen wir aber mal so lang, gucken. Okay, man darf die nicht trennen. Wenn man die zusammenlässt, dann funktioniert's. Aber bisher immer noch die gleiche Funktionsweise wie die abgerundeten Vierecke. Deswegen also, die müssen anscheinend zusammen sein. So, da muss ich mal. So, die müssen zusammen sein. Aha. Aha, aha, aha. Trennen wir die. Funktioniert's. Aha. Aha, aha, aha. Ich weiß es wieder, aber nochmal zur Erklärung, man kann es ja nochmal durchprobieren. Und zwar trennen wir 3 von 1. Funktioniert nicht. Lassen wir alle 4 zusammen. Funktioniert auch nicht. Trennen wir die paarweise. Scheint es zu funktionieren. So, also immer sind zwar die gleiche Farbe, die müssen, soweit ich weiß nicht, ob noch ein paar Regeln dazu kommen, aber soweit ich weiß, müssen die immer paarweise, also die müssen so getrennt werden, dass die immer paarweise sind. Am Anfang hatten wir ja nur 2 Stück, deswegen
hätte man denken können, man darf die nicht trennen, aber nein, die müssen, glaube ich, immer paarweise auftauchen. Ach. Die. Hä? Moment. Das geht ja gar nicht. Geht doch nicht. Oder dürfen die auch einzeln vorkommen? Das ist die Frage wahrscheinlich. Nee, dürfen nicht. Ah, Moment. Doch gar nicht so schwer. Nee, ist doch schwer. Hä? Soll das gehen? So. Ah. Also, dann haben wir es quasi. Also, müssen immer paarweise auftauchen. Das geht natürlich nicht. Man könnte hier nämlich auch überlegen, ob einfach, wenn man die trennt, dass auf der einen Seite genauso viele vorkommen müssen wie auf der anderen Seite. Wie man hier sehen kann, genau, das ist auch sowas, was hier mitgezeigt werden soll. Also die müssen wirklich paarweise auftauchen und nicht einfach so getrennt werden, dass auf beiden Seiten die gleiche Anzahl ist. So, paarweise. Geht schon mal gar nicht. Nee, das geht auch nicht. Ja, da müsste ich die Links noch. Ach Quatsch, was erzähle ich da für einen Blödsinn? Müsste ich die Links noch trennen? So, genau. Nee, Quatsch, dann sind die in der Mitte vier. Nochmal von vorne. Also 2, 2, 2, 4. Nein, das stimmt auch nicht. Hat mal die 2. Ich glaube, die zwei Sterne müssen irgendwie gemeinsam zu einem. Geht so aber nicht. Vielleicht so rum. Ach so. So. Dann so.
auch wieder schwerer. Oder ich werde blöder. Das kann natürlich auch sein. Hat mal die zwei zusammen. Also können es auch klappen. Aber andersrum. So. Die zwei zusammen. Gib dem doch nicht. Gibt's doch nicht. Ja, da kann ich die vier rechts auch gar nicht mehr trennen. So. Warte mal so. Ah, das könnte klappen. Nein, 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 nein. Und rechts zwei, die zwei. So außenrum. Dann müsste ich aber, dann werden die abgetrennt, genau. Ja, ja, so. Oh Gott. Jetzt auch irgendwie einfach aus, wird es aber natürlich nicht sein. Würde ich nicht. So einfach ist es. Willkommen in unserem Baumhaus. So, laufen wir dann erstmal nach rechts. Wird schon ein bisschen schwerer. Also, das sind ja alle Symbole, die wir schon kennen. Dreier, Dreier. Eine gute Frage, aber wie soll ich den Dreier hier bitte schön erstellen? Ohne dass ich die zwei Sterne nicht trenne. Hm? Dem geht doch gar nicht. Doch völlig, ist doch völlig unmöglich. Natürlich, nee, das geht nämlich. So kann man natürlich noch entlang gehen. Da hätten wir Dreier und Zweier Block kombiniert, aber dann trenne ich genauso die Sterne. Drehen kann man die auch nicht.
Ah, man kann die vertauschen, klar. Wenn man die kombiniert, kann man die ja, könnte man im Prinzip auch den Dreier hier hinsetzen. Und den Zweier hier hinsetzen. So. So stimmt's auch, genau. So. Boah. What? Drei Stück, da könnte ich höchstens. Achso, nein. Geht ja so oder so nicht. Außer ich baue den ein Stück höher. So. Nee, da komme ich ja gar nicht mehr zum Ausgang. Oh. Drehen kann man die auch nicht. Wäre zwar eine Möglichkeit, aber dann werden die Sterne wieder getrennt. Ganz ein bisschen höher bauen, bringt auch nichts. Moment mal. Ach, drehen darf man ja auch nicht. Man darf ja gar nichts in den Scheiß. Auch wieder nicht einfach. Nee, den Dreier könnten wir aber. Ach so, dann wird der Stern direkt getrennt. Da ging sowieso nicht. So, genau. Hier hätte ich den Dreier und der Stern ist immer noch mit den anderen zusammen. Jetzt müsste ich aber irgendwie. Völlig unmöglich. So geht's nämlich auch nicht. Ah, versperrt. Der Weg nicht versperrt, das haben die wieder sehr gut hingesetzt. Dann hätte ich nämlich die Lösung schon. Den Dreier könnte ich im Prinzip auch mit dem Tetris-Block, mit den Vier-Blöcken betauschen, wenn man die kombiniert, die auf die rechte Seite bringen. Dann wird es irgendwie so komisch aussehen hier. Werden aber ohnehin die Sterne schon wieder getrennt. Boah, es ist zum Grübeln. Fast. Jetzt komme ich bloß nicht zum Ausgang. Wäre die Lösung, aber ich komme nicht zum Ausgang.
Das gibt's doch nicht. So. Auch nicht. Müsste man den sowieso drehen, das geht auch nicht. Moment, so wie ich es eben hatte, war doch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Vielleicht, wenn ich von der anderen Seite gehe. Genau, genau. Ja, genau. Jetzt habe ich es. So, jetzt ist noch einer, den man drehen kann. Wird er immer besser. Vier Stück. Den darf man nicht drehen, also muss er schon mal eine ganze Reihe einnehmen. Und wenn er eine ganze Reihe einnimmt, könnte man fast davon ausgehen, dass die Reihe unten sein muss. Ja, anders geht's nicht, sonst müsste ich die zwei Sterne trennen. Also, das ist schon klar. Nee, so klar ist es gar nicht. Moment. Ich hätte halt gedacht, die Viererblock hier unten rein. Und den anderen Winkel so oben rein. Wird zwar klappen, nur ist der Viererblock nicht mehr mit drin enthalten. Oh Mann. Wie könnte man den dann noch reinsetzen? So, da kommt aber auch nicht an den Viererblock. Und da müsste ich auch wieder den Stern abtrennen. So, nee, Moment, das geht ja sowieso gar nicht. Ansonsten könnte Viererblock vielleicht noch da bleiben, wo er ist. Das Symbol, dann hätten wir sowas hier dran bauen. Ach. Da muss ich den Stern wieder trennen. Und der Winkel ist ja gar nicht mit drin enthalten. Geht doch gar nicht. Was mache ich wieder für einen Käse? Okay, den Winkel dann so rein. Ihrer Block. Ja, schon wieder Stern abgetrennt. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal. Jetzt könnte.
Ah, Moment, der könnte noch so. Ne, da müsste ich so lang gehen. So. Ach so, das hatten wir ja schon. Das geht ja auch nicht. Ah, Moment. Der muss den berühren. Also der muss, glaube ich, so rein. Der Winkel muss so rein. Dann können wir den Viererblock quasi oben hinbauen. Ist das möglich? Mit dem Viererblock jetzt oben reinbauen? Nee, da kommen wir aber nicht mehr zum Ausgang. Lässt sich gar nicht so abbilden. Oder mache ich gerade einen Denkfehler? Doch, natürlich geht's. Natürlich geht's. Und schon haben wir die Lösung. Puh. Ich erst mal zählen, wie viele Blöcke sind das überhaupt? Okay, wir haben drei Ausgänge. Was ich hier noch erwähnen wollte, je nachdem, was für einen Ausgang wir nehmen, wird der Weg auch dorthin gebaut. Das heißt, wir können entweder geradeaus, links oder rechts. Rechts war auch was. Obwohl es nicht so aussieht, aber da ist was. Also so ein Tonband ist dann nochmal. Ist auch, glaube ich, gar nicht so schwer. Wenn man eine Lösung hat, da kann man es im Prinzip, glaube ich, nur drehen. Sieht man ja auch schon. Kurz nur mal gucken. Drei Stück brauche ich da. Dann gehen noch zwei weiter. So irgendwas. So irgendwie. Ne, da hätten wir drei und 4 und 2 zusammen. Bedeutet, einen müsste ich klar. Ne, das. Geht auch nicht. Da hätten wir 3 und 3 zusammen. Und den Stern. Moment, wenn wir das so bauen, hätten wir 2, 2, 2. Das wird funktionieren. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Also gehen wir erstmal nach links. Was gibt es dort links überhaupt? Das hatten wir bisher aber auch noch nicht gehabt. Und zwar die Tetris-Symbole kommen jetzt auch in zwei verschiedenen Farben vor. Heißt es, die kann man wahrscheinlich nicht kombinieren. Das habe ich ganz vergessen. Aber ich denke mal, ich vermute mal, man kann nur die Orangenen kombinieren, darf aber nicht die... Oder hat es auch was zu bedeuten, dass es die gleiche Farbe hat wie die Sterne? Dass man die als Ersatz nehmen kann für die Sterne? Ach, so muss ja auch sein. Natürlich, nein. Also ich glaube, die Tetris-Symbole kann man weiterhin kombinieren, egal was für eine Farbe die haben. Aber der dient gleich, der hat
quasi zwei Funktionen. Einmal die gleiche Funktion wie die Tetris-Symbole und als zweite Funktion die Sterne. Er hat quasi beide Funktionen in sich vereint. Weil ist ganz klar, das ist logisch, da sowieso nur drei Sterne vorkommen. Und wir müssen ja paarweise Sterne aufbauen. Ging es ja mit drei Sternen gar nicht. Das wäre ja unmöglich. Deswegen dient der als Ersatz. Aber funktioniert, glaube ich, genauso wie die anderen Tetris-Symbole. Die kann man also im Prinzip alle drei trotzdem kombinieren. So. Moment. So. Das eine Symbol hätten wir schon mal zwei getrennt. Ja, das geht aber nicht. Wohl doch. Doch, 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 doch. Drei, drei. Ach so. Den Dreier muss ich aber mit irgendeinem kombinieren. Ach, Müll. Ja, du müsst sowieso noch eins tiefer dann. Ah, wenn man die kombinieren kann. Heißt, ich könnte im Prinzip so lang gehen, die drei Orangenen rechts reinsetzen. Also hier muss aber den dann noch mit dranhängen. Das war's dann schon. Genau. Also wie gesagt, man kann hier sehen, der dient auch als Stern. Der dient aber auch als ganz normaler Block bzw. Tetris-Symbol, um die auch mit den Orangenen zu kombinieren. So. Jetzt haben wir auch noch die blauen mit drin. Die blauen waren, die hatten wir ja schon gehabt. Die bereiten mir immer Kopfschmerzen. Also die müssen wir mit einbeziehen und die ziehen quasi von den Tetris-Symbolen die blaue Form ab. Also ich kann nicht alles nochmal erklären, klar, Leute, es tut mir leid. Also die, wo sich das Video irgendwo in der Mitte anschauen, die müssen sich, ja, wie gesagt, die Klärung zu den einzelnen Symbolen in den anderen Videos anschauen oder einfach selber mal spielen. Kann ich auch wärmstens empfehlen. An dieser Stelle. So. Das sieht wieder schwer aus. Wird es ja wahrscheinlich auch sein. Kann man zum Glück drehen. Erstmal gehe ich so außen rum. Wie kriege ich da was zusammen? Einmal so. Ach so, dann müsste ich aber die blauen auch mit reinkriegen. Nicht nehme ich die blauen von. Also, wenn ich die drei blauen hier das Stück unten wollte ich eigentlich abziehen, dann hätte ich nur noch so einen. Den wollte ich hier dranhängen. Aber dann muss der blaue ja mit drin sein. Das ist das Problem.
Also ich kann mir schon vorstellen. Nee, so rum sind die Symbole ja gar nicht. Moment, das war doch richtig. Also, so. Ganz vergessen, die sind ja so rum. Jetzt habe ich leider die Sterne getrennt. Aber das würde schon mal passen. Das würde trotzdem schon mal passen von der Form, denke ich. Ja. Oh, was ich noch vergessen habe, die kann man ja gar nicht drehen. Das heißt, wenn ich das hier abziehen will, dann muss der quasi so nach unten, nach links zeigen. Sonst kann ich das Stück gar nicht abtrennen. Nee, falsch. Oh, das wird ja noch komplizierter. Nee, einer muss auf jeden Fall so liegen. Also quasi zwei hier nach oben und drei nach rechts. So muss einer liegen. Sonst kann man den gar nicht, kann man das Stück gar nicht abtrennen. Außer man kombiniert die wieder, da hat man wieder andere Möglichkeiten. Ach, ist doch Kacke. Moment, ich glaube. Ich habe eine Idee. Der liegt. Hat man eine Symbol da rein. Hat sich ein Dreier ab, da könnte ich noch. Totaler Quatsch. So, den einen Block setze ich so rein. Und den zweiten orangenen Block. Genau in die gleiche Position links daneben. Muss ich nur gucken. Da könnte ich ihn. Ja, in der Mitte kann man aber nicht abtrennen. Dann. Es geht nicht. So geht's nicht. Das geht nicht. Okay, dann richte ich die mal so nach oben. Also quasi so auf. Dann der andere orangene genauso. Dann hätte man das. Und dann ist der blaue wieder nicht drin. Und den blauen könnte ich so in der Position gar nicht abziehen von dem Gebilde. So könnten wir die noch setzen. So, ah, Moment, Moment, Moment. Das. So und das. Ah. So. Also jetzt nur die zwei Orangenen könnten wir im Prinzip auch so zusammenfügen.
ist der eine Orangene ja gar nicht drin. Was mache ich wieder für Müll? Oh. So, ein Orangener kann schon mal so hin. Beziehungsweise auch so. Der andere Orangene. Ach, da entsteht ein Loch in der Mitte. Das geht dann sowieso nicht. In der Mitte. Unten das Stück kann man aber abziehen. Okay, ich glaube, ich hab's. Ich glaube, das müsste stimmen. Und zwar, man kann die gelben kann man ja so kombinieren, dass der linke quasi so drin sitzt. Und der rechte quasi hier drin sitzt. Das heißt, wir hätten hier so einen Kreis sozusagen. Und den blauen nehmen wir, um die unteren drei abzuziehen. Und dann haben wir quasi nur noch das Stück hier. Genau, das muss stimmen. Das stimmt.